So, machen wir auch einen kurzen Soundcheck. Sag mal was. Tschüss. Goldi? Salzgarnelen. Alles klar. Denn dann schon fluffige Salzgarnelen. Gibt's sowas überhaupt? Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Escape Room. Diesmal machen wir der Experiment zusammen mit Flo, der sich hinterm Startbildschirm versteckt. Der kannst du mal wieder nicht erwarten. Hä, hey, bist du und lost? Zusammen. Nee, warte mal, ich hab euch beide verteilt. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an, Alter. Immer ja, du ich, jetzt Alter. Und da hängt einer im Startbildschirm. Wer soll ich denn denken, wer es ist? Ja, Alter, ja, mal auf so einen Nametag gucken oder so, Mann. Ja, wie denn, wenn er in deinem Ding drin ist? Oh, nö, schön, Leute. Egal. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich würde sagen, wir schwätzen nicht lang. Wir starten einfach direkt. Eine kleine Schwester können wir noch halten. Nämlich die Story ist, dass wir von irgendeinem Arzt betäubt wurden, der an Tieren Versuchsexperimente macht und wir kommen nicht mehr raus und müssen eben fliehen. So, ich wette 5 Euro, Flo ist als erstes drin. Dann Dodo. Nee, warte, er hat uns erstmal unter Drogen gesetzt. Der Typ, der ist noch nicht mal ready. Also jetzt müssen wir erstmal das. Wir können auch nicht mal starten. Ich bin auch nicht ready. Kann ich ready? Also ich muss Start drücken, ja. Okay. Na, du musst starten. Du kannst nicht ready machen. Loading. Oh cool. Wie das aussieht hier. Mega. Stimmt, wir können uns ja auch frei bewegen. Ja, hä? Ich bin drinne. Übrigens. Ja, ich weiß. Goldie wurde schon. Goldie wird wahrscheinlich wieder als letzter geportet. Wow, ich habe meine 5-Euro-Wette verloren, aber gut, dass niemand es angenommen hat, weil Dodo ist als erstes drin. Ja. Ey, aber bei mir dauert das halt auch unnormal lange. Hey, alle ja, schlechte PCs hier oder was? Bitte, wenn da oben irgendjemand ist, lass mich vor, Flo, bitte einmal drin sein. Bitte. Ha! Leck mich an. Ich wurde geportet. Du noch nicht. So, dann mach ich schon mal die Tür auf hier. Ey, bitte wartet mal. Ja, das geht. Das hier können wir auch schon mal das was war letztes wiegen. Mal übelst scheiße, dass ihr schon angefangen habt. Seht ihr die Würfel genauer an, wenn du F-Taste-Button drückst, okay? Ja, das okay, man kann hier so Experimente abgeben. Das weiß er noch nicht. So komische Röhrchen. Okay, oh, hier geht was auf, Dodo. Schön für dich. Schau mal hier, ist da was drin? Nee, da ist nichts drin. Ah, ich bin auch dabei. Ihr habt ein Lichtschwert, doch. Was, Lichtschwert? Also, keine Ahnung, ich bin reingekommen, es war dunkel, auf einmal wurde es hell. Nee, geht nicht. I don't know. Das Fadenkreuz ist geiler als ein. Bisschen arg auffällig. Ich habe einen Barcode. Geil, kann man den einscannen? Hier sind Briefe drin. A x plus a hoch n gleich Summe aus. Steht Dodo in meiner Phrase. B plus C gleich A. Das ist eine Schere. Hier sind Tiere abgebildet. Eine Schildkröte, ein Koala, das sind Augen, noch eine Schildkröte. Glas und Hand. Glas. Da liegt ein Schlüssel rum auf dem Bett. Und irgendwas zum Aufsperren. 9 und 8? Ja, die Tür. Hä? Wir können direkt in den nächsten Raum. Niemals. Weil es sehr dunkel ist. Das mit Taschenlampen? Haben wir Taschenlampen? Nee. Nein, leider nicht. Hä? Gott, die Tür geht auch auf. Lichtschalter. Machen wir Licht an, oder? Jo, wie ah, gut den Schaltstrang kenne ich. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Der hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Ey, das sind so Blutgefäße. Ah, die können wir, glaube ich, da ranmachen, oder? Ja. Da ist ein bisschen Toilettenpapier, falls jemand was für eine ruhige Nacht braucht. Wo hast du das Blut jetzt dran gesnappt? Hier, dieses Ding. Und da, ach, du hast es da einsortiert, Ständer. Oder was? Ja. Aha. Waschmittel noch. Ey, man kann hier mit so viel interagieren, das ist safe. Die Hälfte nur Deko. Ja. Bisschen verwirrend alles. Oh!
Oh mein Gott. Gott. Was war das Licht? Ah, schaut mal, hier ist dieses Glas oder was das auch immer ist, dreckig. Vielleicht können wir hier irgendwas finden zum sauber machen. Ja, hier steht da so viel Waschzeug rum. Kann man da mit dem Wischmopp nicht irgendwie gegenhauen oder so? Oh mein Gott. Mit. Ich 5, weiß nicht, ich habe 6, 4, das 9. Toilettenpapier genommen. Na, oder ich mit dem Sprüher. Keine Oder Ahnung. so. Was ist die Zahl? 5, 6, 4, 9. Das probieren wir direkt mal. Und es ist richtig. Direkt wieder zumachen. Da ist ein Schlüssel drin. Was noch? Ich habe die D-Probe. Ah, die brauchen wir jetzt für den anderen Raum. D-Probe. Na, die muss jetzt bei D rein. Ah, schaut mal. Ja, dann kommt wieder zurück. Wir können den Schrank, glaube ich, hier aufmachen. Mach mal. Ja, ich warte auf Toto. Ach, jetzt steckt das Ding. Ja. Na, ich hab ganz kurz die Probe Steckt Ding in die reingemacht. Loch. Okay, Da ist wenn was so drin. Flo so geil Batterien. ist. Ja, eine Batterie. Ja, was anderes. Batterietjes. Es ist immer 8 in einer Reihe. Stimmt, das zweite war ja voll und zwar 8. Ja. Das ist so krasser Zufall. Ist da 18 und da 8. So, jetzt sind alle aus. Und jetzt brauchen wir das zweite. Und die letzten drei. So, und jetzt alle. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, es kann ja nicht gespeichert sein. Sonst, wie willst du es sonst resetten? Geht ja gar nicht. Guck mal genau drauf. Auf die, Lichtschalter. Blutbeutel. Was? In der Mitte sind Lichtschalter dran. Du musst die zweite Ah, Reihe diese nehmen. Radiergummis da, Oben, ja. unten, unten. Also erstes oben, zweite ist Ja. unten, unten, oben, unten, oben, oben, unten. Oder genau andersrum. Nee. Nee, schon unten. Oben, Das unten, Schwarze ist unten, unten. oben, unten, oben, oben, unten. Hast du dich um Oben. eingegeben? Unten. Nee, der muss auch noch oben sein. Jetzt. Oh mein Gott, es hat irgendwas Oben. aufgemacht. Ach, Licht. oben. Ja, stimmt. Ja. Ah, hier sind Bilder. Die tun Zahlen anzeigen, das sieht man direkt. Ja, 4. Ne, 7, 4, 1, 3. 7, 4, 1, 3. Oh mein Nächster. Gott. Nächster Raum. Oh. Oh, gleich eine Uli, Halle. wer bist du? Ich bin Ganz Numero Dos. schwierig. Die haben Zahlen, die Leute hier. Nur so An die kurz. Füßen oder was? Ja, ich sehe es gerade. Ganz schwach. One Skull. Ich glaube, so heißt es Entwicklerstudium. Ja, ich meine auch, das habe ich am Anfang schon mal irgendwo gesehen. Hier können wir Buchstaben angeben, die dann aber Zahlen werden. Hier ist eine Schere in einer der Leichendinger drin. Wir müssen mal alle Türen öffnen. Da sind Sachen drin. Ja, bisher nicht. Dann hier die Leichendinger. Die großen. Hier war einmal eine Schere drin in einem. Man kann nicht alle öffnen. Ja, Nochmal hier eine ist auch eine Schere. Schere drin. Ah, schaut mal, hier ist ein Bedienpult und da fehlen Scheren. Wir müssen die hier reinmachen. Was suchen wir jetzt Scheren oder was? Wo Ja. reinmachen? Hier ist ein Bedienpult. In der Wo rechten denn? Ecke. Hier, wo ich bin. Gut, Ja. lass doch mal was mit den Zahlen anfangen, oder? Ich erkenne die halt kaum. 6, 1, 9. Hier sind Nee. zwei Zahlen. Das sind, ja. Was wollt ihr denn haben? Achso, wir haben doch auch zwei Schließfächer, oder? Ja, das linke, der erste, der linke Fuß. Was ist das für eine Zahl? Ich erkenne es Drei, nicht. drei, 3, okay. drei, drei, eins, vier, zwei, Ah, dann drei, ist das die eins, Reihenfolge. Und die drei, zweite Zahl ist dann die Zahl. sechs, achso, Verstehe. dann hätte Probier mal man 9. neun, 3, 6, 2. nee, achso, Doch, na, 3, doch, 6, 2. neun, drei, sechs, zwei, ja. Jawohl, letzte Schere. Dann öffnet sich hier Hier was. was? Ein Zettel. Und eine Karte ist drin.
Okay, darf ich zuerst den Zettel lesen? Ja, machen. Lies vor. Brauch nur gutes Licht. Jetzt. Julius Caesar erfand eine Methode, um die Nachrichten zu verschlüsseln. Um eine Nachricht zu entschlüsseln, ersetzt man jeden Buchstaben durch den Buchstaben, der sich im Alphabet drei Positionen nach ihm befindet. Also A ist gleich D. Da hast du jetzt wirklich. Oh mein Gott. Ja, also was eingeben? Hier unten kannst du ja Buchstaben angeben. Ja, was denn? N. Ja, habe ich. Okay, dann H. Irgendjemand steht im Licht. H. Habe ich. S. Ja. B. Zwei, 2, sechs, 6, 0, neun, neun. 9. Schlüssel. 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 Wer hat den? Ich habe ihn nicht aufgehoben. Ich auch nicht. Hä? Bin ich da irgendwo hier? Wer hat von euch jetzt eine Taschenlampe, Alter? Ich? Wir haben ihn doch zusammengebaut. Achso, stimmt. Lost. Ich habe aber Warte kurz ein mal, läuft Geräusch mal hier mit hin, Brody. Schlüssel. Ist der hier? Oh. Hier. Im langen, Für den korten Hemd. Löwen. Du kannst hier dem Löwen Fleisch geben und der Affe kriegt Bananen. Gib dem Affen Zucker, heißt es doch. Um Zucker. Oder Zucker. Ich kann Zucker. Hier sind irgendwelche kyrillischen Buchstaben drauf. Eine Banane noch. Affe ist Was habt ihr fertig. gemacht? Affe ist fertig. Ich Achso. habe fertig gemacht mit den Bananen. Ich habe ein Holzbrett, da steht 2 und ein Pfeil nach oben. Hier ist irgendein Zettel. Irgendwelche Formeln wieder. Die Lampe ist ja ganz schön und gut, aber es ist halt echt Gib nervig, sie mal dass sie her, die gib ganze sie Zeit mal her, fallen gib sie mal lässt. her. Was ist das hier für ein Kuddelmuddel? Das sind irgendwelche Stempel. Ne, guck doch Ah mal von ja. vorne drauf, das sind diese Zahlen. Wo? Boah, aber Ja, aus wenn du von hier. vorne drauf guckst. Naja, was ist das? Ich erkenne aber mehrere Zahlen. Aber da auch mehrere Zahlen hintereinander sind. Ist wohl klar. Hier sind so Stempel mit Tierköpfen drauf. Wir bräuchten dann noch Affe und das letzte. Keine Der Ahnung, Affe ist was ist das? fertig. Wir Hier brauchen nur nicht hier noch bei den diesen. Stempeln. Hier gibt es nochmal Stempel mit Achso. den 4 Tieren. Das ist Affe und Elefant, glaube ich, muss es noch sein. Hat es irgendwas gebracht, dass wir alle Bananen gehabt hatten? Ah, hier wirklich, wir haben eins übersehen. Im Lol. Schrank noch. Machen wir zu. Das bringt jetzt. Statue wieder. Wo? Ich habe die wieder hingestellt jetzt. Hey, wo ist sie gekommen? Die war hier unten mit drinne. Hier. Oh. Okay. Was hast du bekommen? Und da ist noch ein Papier drinne. Einige Sprachen werden Warte mal, rückwärts hier unten sind gelernt. diese Zeichen drinne. Das Oh, komische das habe ich noch gar umgedrehte nicht E, gesehen. so ein Ja, I genau, und das sind die. ein umgedrehte 3. Naja. Ach so, und das ergibt dann wiederum Zahlen, oder was? Genau. Vier Zahlen. Also von hinten einfach aufsagen, oder was? Und ein kleines E umgedreht. Ja. 3. Ist 3. Ja. Dann ein I oder ein J oder So ein sowas. großes J ist 15. Und dann eine umgedrehte 3. Oder ein E. Ein Umgedrehte großes. 3. Mit oder Oder ein ohne Strich großes. drüber? Ohne. Dann nochmal 3. Ach so, und wir, weil einige Sprachen rückwärts gedingst werden, müssen wir es andersrum machen. Also 3,15. So Leute, an dieser Stelle machen wir einfach einen ganz kleinen Cut. Und zwar haben wir gemerkt, dass die Folge jetzt heute noch ein bisschen länger geht. Deswegen teilen wir das Ganze einfach in 2 Parts auf.
Und wir können dann das nächste Mal wieder weiterspielen. In dem Sinne hoffe ich, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, schießt gerne mal den Like-Button ins All, teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten. Schaut unbedingt auch bei Goldie vorbei und schaltet gerne beim Teil 2 wieder ein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.